Willkommen, Freunde der künstlichen Sonne. Da bin ich wieder, euer Etherkurs mit der dritten Folge. So, wollen wir mal laden. Was haben wir jetzt in den ersten beiden gemacht? Geldprobleme, bisschen Energie, eigentlich Standard. Was jetzt gemacht? So, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen jenes. Das ist noch nichts Großartiges. So, aber das habe ich mal wieder vergessen. So. Okay. Und machen die Bürger glücklicher. Ja. Parks. Okay. Plätze? Ist eigentlich, Parks und Plätze sind doch eigentlich das gleiche. Nee, egal. So. Na komm, mach mal schneller. Ja, ja, wieder die Fehlermeldung. Schon wieder dasselbe. Natur zu genießen ist ein Privileg. Oh, mal was Neues. Verbraucher verfügbar. Jetzt kann man sich Freunde und Partner kaufen. Juhu! So, wen soll ich anrufen, wenn jemand kommt, um die Toten abzuholen? Ein Friedhof! Ein Friedhof! Wir brauchen einen Friedhof. Nein, da will ich Straße machen. Was ist das? Das ist irgendwie. Neben die Schule? Ah, komm, setzen wir hier hin. So. Jetzt haben wir einen Friedhof. Wir brauchen Einwohner. So, zoomen wir mal zurück. Hopp. So. Ich habe euch ja in der ersten Folge gesagt, dass ich hier einen Mod installiert habe. Normalerweise könnt ihr nur 9 Stück von den Dingern kaufen. Da gibt es einen Mod, der auf 25 erhöht. Ob ich, glaube ich, alle brauche, weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Aber egal. So, wie wollen wir denn mal vorgehen? Wollen wir hier das kaufen? Kaufen wir das? Dann dich. Dann dich. Ja, kaufen wir mal das da. Günstig. Oh, wir können weiterkaufen. Kaufen wir, kaufen wir. Hey. Ja, kaufen wir das. Können wir noch eins kaufen? Nein. Müssen wir die nächste Stufe erreichen, dann können wir wieder kaufen. So. Können wir hier unsere Stadt erweitern und hier unsere Stadt erweitern. Und wir wollen hier eine Straße rumbauen. Oder bauen wir hier die Autobahn rum? Wenn man von hier auch ran kann? Ja, das wäre eigentlich besser. Aber brauchen wir Geld. Geben wir mal wieder ein bisschen Gummi und Einwohner. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht mehr. Nee, das brauchen wir nicht mehr. Das muss ich. Oh, warte, da ist wieder ein Haus, das ich abreißen kann. Da ist noch ein Haus, abgebrannt oder was auch immer. Strom haben wir. Kloake haben wir. Müllentsorgung haben wir. Friedhof, Krematorien. Gesundheit. Ah, durchschnittliche Gesundheit. Da brauchen wir bald mal einen Arzt. Aber okay. Wir brauchen erst mal Häuser. Oh, ist da? Nicht genug Geld. Ah, dann muss das bis da reichen. Ja. Ja? Nein. Ah doch, komm, machen wir damit einen Grünstreifen. Passt nicht. Gib mir Geld. I need money. Ach komm. Darlehen. Passt schon. Jo, ein bisschen Darlehen. Ich wollte eigentlich ein bisschen größer machen, ne?
Hier ein bisschen größer. Da ziehen wir gleich die Straße auch weiter. Nehmen wir eine andere Straße. Ja. So. Ja, ja, ja. Bauen wir hier mal wieder ein bisschen Kommerz rein. Nee, machen wir alle zwei da weiter. Ach. Unser Recycling Center ist im Weg. Scheiße. Ach ja, jetzt sollen die ihre Wasser haben. Schönes hin. Ist der schief? Schön auf dem Hügel. Hier ist auch noch so viel Stau. Da müssen wir irgendwie. Was machen wir damit Großmarkenstädt? Müssen wir, glaube ich, komplett umbauen. Wie könnte man das denn mal machen? Der Verkehr, dass der ein bisschen besser fließt, da sieht es ja noch okay aus. Hier muss der Verkehr besser fließen. Und wo kommen die denn? Aus beiden Richtungen. Hier eine extra Abfahrt? Nur fürs Industriegebiet? Das wäre jetzt hier so ein Industriegebiet, dann mit einer extra Abfahrt. Ja, ich glaube, hier gibt es sowas. Dann wollen wir mal gucken. Da wird alles wieder krumm und schief. Also eine, die da hinführt und eine, die da dann hinführt. Das heißt, wir nehmen so eine Straße. Setzen die mal eiskalt. Dahin. Es ist ein bisschen schief, aber ich will hier nicht unbedingt nur gerade machen. Darum machen wir auch mal jetzt schief. Mal gucken, krieg ich das hin. Nee, ich bin noch nicht wirklich so früh. Was passiert?
So. So. Gehen wir mal schon runter. Ich glaube, da haben wir einen Pfeiler unten erwischt. Oh, das ist ein Pfeiler. Also, naja. Ja, da war der Straßenbau bei Sim City doch leichter. Okay. Nein, Autobahn wollen wir noch nicht. Oh, der scheiß Frosch. So, so, so. Nö, das lassen wir. So, die wollen auch noch Wasser haben. Klar. So. Jo, kommt der Bahnhof irgendwo dahin? Weiß ich noch nicht. Ja, mal abwarten. Jetzt müssten wir das da ein bisschen entlasten, theoretisch. Mal gucken, aber auch praktisch. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, kommt es schon. Ist schön, schön, schön. Sieht scheiße aus. Kurve gefällt. Ich mach mal nochmal Pause. So, neuer Versuch. Sieht besser aus. Ja, besser als vorher. Machen wir das auch nochmal ein bisschen anders. So. Bäumchen. Oh, ja, ein paar Bäume reinpflanzen. Ein paar von den Bäumchen. Ein bisschen. Ja, ein paar Büsche. Ja. Okay. Ja. Ja. Wir brauchen wieder weiter Einwohner. Aber dafür müssen wir ein bisschen die Straßen. Entweder gehen wir von der Autobahn, wollen wir hier eine Autobahn hin. Gehen wir hier so rum. Haben wir da hinten noch was? Da haben wir eine Autobahn. Könnte man hier hingehen und später die dann da anschließen. Ja.
Ich kann sowas nicht bauen. Schon irgendwie. Sieht cool aus, ist aber das Falsche. Hui. Ja, das seht ihr, das. Oh, so ein Teil. Das sieht aber auch nicht geil aus. Das sieht auch geil aus. Schau, hau, hau, hau. Was haben wir da? Oh, rechte Maustaste kann man drücken. Das sieht gut aus. Schön setzen wir, das sieht. Oh, Alter. Das ist scheiße. Meint die schöne Brücke kaputt. Wo kriege ich das hin? Da wird ein bisschen Arbeit, aber das krieg, vielleicht kriegen wir das hin. So, Autobahn. ja, also. Machen wir das, warte mal. Wir haben in Deutschland das Rechtsfahrgebot, also muss ich hier die nicht fahren. Dann machen wir das mal gerade. So, das heißt, die führt in die Richtung. Und die führt in die Richtung. So. Jetzt brauchen wir von hier, warte mal, von hier eine Auffahrt dahin. Machen wir erstmal das Leichte. Ich glaube, das ist zu gut. Gehen wir mal hier hin. So. Eine krumm und schiefe Autobahn auffahren. Von da muss der erstmal hier. Ganz einfach. Jetzt müssen wir das. Jetzt können die hier rauffahren auf die Autobahn. Jetzt wollen wir noch, dass sie auf die Autobahn fahren. So, jetzt können die darauf fahren und die können darauf fahren. Jetzt wollen wir, dass die. Die müssen jetzt darauf fahren. Ne? Komischer Raster. So, die können jetzt darauf fahren. Und machen wir jetzt noch, dass die da auch rauf. Direkt hier. Wäre jetzt hier. Und das sieht blöd aus. Gucken. Ich will genau da, wo der Schatten ist. Ja, nee. Ja, da müssen wir es irgendwie machen. Runter. Ja. So. Ganz einfache. Die können jetzt hier rauf fahren, in die Richtung. Und die können jetzt in die Richtung fahren. Und die von da kommen, können darauf fahren und auf die fahren. Ah, scheiß Klaus. Hier ist noch ein Umspannwerk. So. Ja.
meine Leute fangen an. Oh, wir haben die großen Windkraftwerke. Die sind gut. Ja, haben wir wieder Strom. Plupp, 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 plupp. Ja, haben wir wieder. Und weiter geht's. Wir müssen gleich mal mit dem anfangen. Lassen wir da noch ein bisschen Platz. Da gehen wir näher ran. Gehen näher ran, ne? Dazwischen. Ah, hier ist die Kette vorbei. So. Jetzt gehen wir von der anderen Seite hier rüber. Ich weiß es nicht, glaube ich, habe sonst jetzt schon etwas runtergedreht. Ich mache, glaube ich, noch einen Ticken leiser. Ich habe nämlich festgestellt, in den ersten beiden Aufnahmen war das nämlich doch ein bisschen sehr laut. So. So. Machen wir weiter. Ja. Ja, schön. Wir haben Platz, also. Nee, das ist jetzt blöd. Ihr seht ja, das ist mir viel zu lang. Da können wir weitermachen. Und wir müssen immer darauf achten, wir können jetzt nicht von der anderen Seite bauen, leider, weil die Fahrtrichtung dieser Spuren so angeordnet ist, wie ihr sie zieht. Stadt braucht mehr Strom, nicht klar. Jetzt nicht. Wenn ich hier aus der anderen Richtung ziehe. Oh. Dann pleite. Ja. 12.000. Also, wenn ihr die nämlich aus der anderen Richtung zieht, ihr seht jetzt die Pfeile, weil. Denn wenn ich den jetzt von hier nach da ziehe, sind die Pfeile in die Richtung. Wenn ich von da nach da ziehe, sind die Pfeile in die Richtung, also nach unten, da wo ich hin will. Da müsst ihr drauf achten, bei diesen Autobahnen oder diesen einzelnen Spuren hier von der Autobahn. Ganz wichtig. So, genau. Was macht das denn? Das läuft, ne? Das läuft. Wie erweitere ich denn? Klima vom Berater. Markieren die Stadtteilfarben, die neuen Stadtfarben. Neue Schilder werden automatisch benannt. Aber indem Sie Infofenster Namen klicken, können Sie Bilder nach oben benennen. Haben wir. Wenn Sie die Sonderrichtlinie annehmen, Sie kennen wir auch. Entfernen Sie Stadtviertel, nehmen Sie Gebiete mit gedrückter rechter Maustaste farblich markieren. Klicken Sie zum Anwenden die Richtlinien am Stadtnamen. Richtlinien mögliche Ersetzung von Rohstoffförderung, spezielle Produktion. Ja, kennen wir auch. Wir haben ja Holzfäller. Rohstoffe können direkt in Rohstoff platziert werden. Aha. Produzenten nutzen Naturrohstoffe zur Produktion, damit die Produktion und Nutzung entspricht. Also nichts, was mich interessiert. Das heißt, wenn ich das jetzt erweitern will, ist das scheiße. Kann ich nicht, muss ich abreißen. So, Stadtviertel weg. Das hier zwischen. Dann, weil wir ja noch erweitern werden, werden wir das hier gleich mal ein bisschen größer machen. Oh. Ah. Oh, jetzt werden die gleich hier ganz schnell anfangen rumzumeckern. Und da ihr seht es, die ändern das um auf. So. Gleich mal wieder umgeändert. Die reißen sich nämlich ab. Wir haben ja das weggemacht. Wir haben ja gesagt, das soll ja alles. Das sollen alles Bauern sein.
Oh, die Folge ist auch eigentlich schon wieder zu Ende. Machen wir das mal eben und noch die Autobahn fertig und dann hören wir erstmal für diese Folge auf. Oh, das gibt's doch nicht. So, Richtlinien. Machen wir auch mal Recycling. Stadtplanung, das will ich freigeschaltet haben, das ist cool. So. Jetzt haben die hier keinen Strom, weil die noch nicht angeschlossen sind. Müssen wir mal machen. Ah. Aber wir bauen unsere Autobahn noch fertig. So. Würde ich die nämlich jetzt auch in die andere Richtung bauen, würde hier dieses... Ne, welches Symbol? Dieses Symbol auftauchen. Das bedeutet, da fehlt Straßenende. Auch wenn die verbunden sind, es muss die richtige Reihenfolge sein. Ach. Großmacken steht hinter. So. Also, was machen wir beim nächsten Mal? Ein bisschen Commercial. Dann werden wir hier oben das noch mit verbinden. Und dann können wir hier unsere Stadt auch noch erweitern. Und die große Stadt, also so mit dem großen... Was ist das denn eigentlich? Warte mal. Naturrohstoffe. Oh. Wald, Holzfäller. Ah, hier können wir die Bauern hinsetzen. Hier kommt ein Bauernland hin. Haben wir hier? Hier haben wir Öl. Erze. Kommt hier eine Ölindustrie hin? Haben wir sonst noch irgendwo Erze? Da oben. Egal, hier kommt Stadt hin. Und Stadt kommt auch da hin. Okay. Naja. So. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und, ne? Bis denn. Tschüss.